ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Notfall-Survivor. Backseat-Survivor. Grüß euch und herzlich willkommen beim Backseat-Survivor-Kanal. Kleiner Recap von der letzten Folge. Wir sind stehen geblieben, als Knossi in eine Wurzel reingestiegen ist und wahrscheinlich Fremdkörper in der Wunde hat. Ich bin extrem gespannt, ob er jetzt weitermachen kann, beziehungsweise ob er jetzt den Medikoffer jetzt aufmacht und sich dann abholen lässt. Und somit starten wir rein. Ich habe den Trailer gleich geskippt. Da sind sehr viele Spoiler drinnen, die ich nicht nochmal ansehen möchte, damit ich die Serie besser genießen kann, sagen wir mal so. Und wir sind, ich glaube, roundabout so zur Mittagszeit stehen geblieben. Okay, war jetzt 14 Uhr. Circa so. Ich bin ja sowieso gespannt, wie lange die Schneide bei dieser Machete hält, denn sie ist wie meine Machete in 1075er Stahl. Man sieht sie eigentlich schon sehr gut. Hier sind Ausbrüche drinnen, weil sie halt zu hoch geschliffen ist. Also es ist, falls ihr das Gear-Video von mir gesehen habt, genau so etwas habe ich da kritisiert, dass es passieren könnte. Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Sie war nicht stumpf. Es ist einfach meiner Meinung nach falsch geschliffen, da sie sehr dünn ist, wird hochkantig geschliffen, dadurch ist sie halt sehr scharf und dadurch passieren halt leichter Ausbrüche, beziehungsweise sie ist sehr weich, dadurch sind es Abroller drinnen, beziehungsweise sie wird dann auch sehr schnell stumpf. Ich sag's euch ganz ehrlich, das Ding von Otto ist richtig geil. Das hier, naja. Wir vergleichen jetzt aber einen Gegenstand, der weit über 1000 Euro kostet, also Otto seine Machete. Und diese Machete kostet jetzt roundabout 110 Euro. Also, es gibt schon Grund, wieso die billiger ist. Guck mal hier. Aber man kann sie easy schleifen mit einem nassen Stein. Kann man mit Ottos Machete wahrscheinlich nicht machen. Also, weil sie zu hart ist von der Stahlmischung. Keine Chance. Scheiße. Naja, das wird anders die nächsten Tage. Das ist natürlich jetzt auch hier sofort, ne? Schlanggebiet und sowas. Hier musst du jetzt aufpassen. So, alles lose. Eigentlich nicht auf den Boden fassen. Don't do stupid shit, hieß es. Haben wir in der letzten Folge ein paar Situationen gesehen. Aber ich muss mich tatsächlich entscheiden, ob ich unten auf diesen Felsen da irgendwie schlafe oder hier wirklich im Dschungel drin. Allerdings schwirren hier auch schon Moskitos rum. Und ich glaube, hier wird es auch richtig finster und dunkel drin, aber ich muss abwägen. Ja, aber wenn jetzt so Moskitos und so drinnen sind, er hat jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeit auf Feuer, also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Favoritenplatz. Bisher gab es noch... Denn es kreucht und fleucht ja alles in der Nacht. Alleine die Moskitos, dann hast du Ameisen, Termiten hat er zuvor gesehen. Und er wird dann wahrscheinlich am Boden schlafen, das ist ja absolut einmal... Gar nichts. Kein Spot, der mich wirklich richtig überzeugt hat, wo ich gesagt habe, mega geil, da fühle ich mich wohl. Was ich auch schon festgestellt habe, hier geht auf jeden Fall ein leichtes Lüftchen und oben steht die Luft total. Das heißt, oben wird viel mehr Viehzeug unterwegs sein, als hier irgendwie am Ufer. Aber trotzdem habe ich immer noch keinen Lagerplatz gefunden, weil hier vorne geht sofort dichter Dschungel los und das gefällt mir nicht. Ja, bewegende Luft ist halt sehr wichtig bei Gelsen, denn die stehende Luft, das ist halt der Nistplatz für sie, denn dort müssen sie nicht so stark gegen den Wind ankämpfen, das ist halt der bevorzugte Platz für sie und das war auch früher in Deutschland beim Rhein, als Malaria sozusagen entdeckt wurde, da hieß es noch Malaria, sozusagen die schlechte Luft, die war auch im Sumpf drinnen. Außerhalb vom Sumpf erkrankten die Menschen nicht und im Sumpf selber schon. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was mein also so Fun Fact Schlaf-Shelter-System angeht, aber dazu verrate ich später mehr. Werde ich die Prio auf jeden Fall auf Schlafplatz-Shelterbau legen und ich denke mal, das Thema Feuer wird eher so ein Ding für morgen.
Ja, ist eigentlich auch ein sehr unwichtiges Thema. Du kommst ohne Feuer auch durch die Nacht, aber ohne vernünftigen Schlafplatz nicht. Und er hat ja keine Unterlage, keinen Biwaksack, kein gar nichts. Wenn es regnen tut, ist er komplett aufgeschmissen. Also, ja, da sieht man, dass er erfahrener ist im Vergleich zu den anderen. Weil es ist alles nass. Ich habe noch nichts Trockenes gesehen. Coconut! Ach, die Machete sieht ja richtig scheiße aus. Ah, vor allem, er hat sie ja schon... Furchtbar. Aber da stört mich wirklich, dass sie nicht ganz zurückgeschliffen ist. Also für feine Sachen eher ungeeignet. Ist jetzt aber auch nicht das beste Modell, muss ich sagen. Also auf meinem Kanal gibt es ja noch ein Video von der Condor Lobo. Die wäre meiner Meinung nach viel besser geeignet. Die hat auch schöne Mikata-Griffe anstatt diesen komischen Holzgriff, der entweder schleimig wird, wenn er nass ist, beziehungsweise aufbrechen kann. Die ist komplett am Arsch. Das sieht jetzt wirklich aus wie, weiß ich nicht, wie wenn er es halt ewig lang im Dreck gefunden hätte. Die ist komplett am Arsch. Krass. Naja. Ich bin gespannt. Aber mit 10-15 Minuten Aufwand und einem feuchten Stein, beziehungsweise auch im Sand mit Holzstück, also man nimmt das Holzstück, wetscht Sand und Matsch rein und dann kann man die aufschärfen. 10-15 Minuten dauert das und die ist wieder fast rasiermesserscharf. Also ich hoffe, er weiß das und ich hoffe, er wird es auch umsetzen. Wie nach einer Woche aussieht. Hört sich aber so an, wie wenn er nicht vorhätte, diese Machete dann zu schärfen. Naja. Es ist aber wirklich easy. Was soll's. Klamotten hängen zum Trocknen. Übernachtungsplatz auch gefunden. Wasser haben wir. Ich gehe jetzt mal ihm Adams Kostüm schön erkunden hier. Ihr müsst euch halt vorstellen, die Cutter, die das Video jetzt schneiden müssen, die sehen jetzt Otto, Knossi, Sascha, sie sehen einfach alle permanent nackt, müssen sich damit auseinandersetzen und das immer blören und alles und schon irgendwie wild. Neue Schuhe habe ich auch. Woher dieser Bach kommt, was da oben ist, weil Süßwasser, ob ich das einfach so trinken kann und ich möchte mich einfach schön im Schatten aufhalten. Ja, das Wasser, das Frische sieht eigentlich genauso aus wie unten. Deswegen weiß ich gerade gar nicht. Soll ich hier noch großartig weiter den Bach hochgehen oder nicht? Das sind tatsächlich schon mal ein bisschen Arbeit, das mal frei zu schlafen. Aber es ist smart und ist wichtig, dass er das Wasser absuchen geht, dass nichts drinnen liegt. Und mir sind ein paar gute Gedanken gekommen, wenn ich hier das sehe. So ein Knäuel Fischernetze, Alter. Die getrocknet, wie so ein Bett. Wenn das erhöht ist, ich glaube, das ist cool. Das müsste gut funktionieren. Da kann man viel machen, ja. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich klar, direkt durch ein Feuer gehen. Aber Shelter geht erstmal vor. Und ich weiß nicht. Jetzt sieht er mir ganz okay aus. Mann, ich habe echt Angst, dass Sascha nur ausscheidet, weil er das komische Wasser getrunken hat. Also ich mache mir richtig Sorgen, dass der jetzt nur wegen so einer Kleinigkeit raus ist. Ah. Hydrate or die. Wir legen los mit Bauen. Ich muss halt sagen, ich bin auch ein kleiner Schisser, was so etwas angeht. Ich würde da noch Stützen oder so reinbauen, dass die sicherheitshalber nicht zusammenklappen kann in der Nacht. Kaum packt man hier ein paar Steine an, schwitzt man schon wie Sau. So, bis jetzt sieht es nach von unten nicht so viel aus. Hier war halt dieser Riesenstein schon. Ich hätte halt das Oberteil nochmal ausgezogen, zwecks Körperschweiß. Denn die Moskitos nehmen dann den Körpergeruch wahr und sind dann total angesammelt, halt nur weil es im Hemd dann drinnen so stinkt. So auf die Art. Ich das eigentlich hier komplett zumachen.
Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Die ist riesig. Okay, das wäre jetzt auch krass, wenn das sein Bett ist. Dann hat er wirklich das beste Bett von allen. Schön weit vom Boden, schön flach. Keine spitzen Dinge, die rausstehen. Also das wäre krass. Ich glaube, das kommt nicht so rüber. Die wird aber auch wahrscheinlich gute 40 bis 60 Kilo haben. Das heißt, da könnte ich so entspannt mich drauflegen. Tiefenentspannt. Problem ist, das Ding muss in die Hülle. Und ich weiß nicht wie. Weil es echt sehr, sehr schwer ist. Und darüber zerren würde bestimmt irgendwie klappen. Aber mal schauen. Da finde ich besser wie zwei irgendwelche. Ja, aber wenn, dann würde ich es gleich am ersten Tag machen, weil am zweiten Tag fehlt ihm die Kraft dann noch mehr dafür. Also das Ding könnte ich einfach hin auf die Steine knallen. Bob ist auf jeden Fall schon mal eine komplett ebene Fläche oder nahezu ebene Fläche. Und dann geht es nur noch darum, wie kann ich es abpoltern, aber das Ding kracht nicht runter. Das ist einfach, wäre perfekt, meiner Meinung nach, das Ding darüber zu bringen. Oh, Knossi, das wird jetzt so spannend. Ich möchte echt sehen, ob er noch weitermacht oder nicht. Oh, ich hätte es auch irgendwie gut gefunden, wenn die blutige Wunde jetzt nicht zensiert wäre, dass man halt auch als Zuschauer ein Gefühl dafür bekommt, wie tief sie ist, ob man da was machen kann oder nicht. Oh, hallo Krabby! Hallo Krabby! Haben Sie da was rausgeschnitten? Ich liebe die Tiere. Neue Idee. Finde ich jetzt komisch. Hör zu. Hör zu. Der Baum. Kokosnuss. Was jetzt los? Rechts, egal. Und der Baum. Eine alte Kokosnuss. Rechts und links. Ruhe. Ich würde hier quasi in die Hängematte steigen, aber kein Dach. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Bisschen bewölkt, aber ey, ich schlaf direkt am Strand. Fühlt sich nicht geschützt an, fühlt sich kacke an. Aber irgendwie... Ich bin jetzt sehr stark verwirrt, also ich kenne mich jetzt nicht aus. War die Wunde jetzt doch nur ein Kratzer sozusagen? Nicht schlimm, er ändert jetzt seinen Schlafplatz oder kommt das jetzt, wie er nach hinten gegangen ist? Haben die das nur komisch geschnitten? Wie dafür gemacht? Ey, da wird's einfach reinregnen. Da kannst du auch nicht viel mit Dach bauen. Was willst du für Dach bauen? An die ganzen Survival-Experten wieder, bau dir doch ein Dach. Ich sag dir eins, die Kippe heute Abend. Nee. Survival-Experten würden jetzt nicht sagen, bau dir jetzt ein Dach, wenn keine Möglichkeit da ist. So, die Möglichkeit muss ja auch gegeben sein, dass man jetzt Verbesserungsvorschläge oder Kritik geben kann. Die habe ich mir verdient. Die habe ich mir verdient. Wunde geht, will ich auch noch an der Stelle sagen. Ah, okay. Ist doch nicht komisch geschnitten. Ich öffne keinen Notfallkit. Ist ja klar. Oh Mann, der beißt durch. Also man kann auch mal sehen. Das geht. Ach so. Okay. Man kann auch mal sehen. Wahrscheinlich, ja, hat zuerst schlimmer ausgeschaut. Wahrscheinlich ist viel rausgekommen. Finde ich jetzt sehr gut, dass es nicht zensiert ist. Nein, sieht gut aus. Ist er dann wahrscheinlich aus dem Schlafen rausgerutscht. Puh, fällt mir ehrlich gesagt ein Stein jetzt vom Herzen. Das geht. Sah aber echt übel aus. Stock drinnen raus. Kein Problem. Wir gehen hier hin. Kein Problem. Und morgen überlege ich neu. Komm. Egal. Ich baue jetzt auf. So sieht's aus jetzt. Ohne Spaß, der Typ ist wirklich durch. Aber er ist wirklich ohne Spaß jetzt mein Favorit. Ist doch geil, oder nicht? Ist doch nett. So stellt man... Hier will er schlafen. Die Wolken ziehen zu und dann fängt es an zu regnen. Der Wind geht und Kokosnüsse können runterfallen. Man sich, glaube ich, eine Hängematte vor im Paradies. Ja. Ich muss das, ey, aber ich bin nicht happy. Jedes Mal ein Gekraxel, ihr könnt euch nicht vorstellen. Von da, also, ich bin nicht happy, aber das sind wilde Strände. Ja, über Müll schlafen einfach. Voll im Müll. Geil, richtig geil. Ohne Dach, egal. Hauptsache Hängematte.
Und wenn es regnet, no joke, dann stehe ich auf, dann bin ich wach. Ist mir egal. Nur nachts hier aufstehen. Nachts hier aufstehen. Ja, würde ich jetzt nicht so feiern. Darum würde ich mir auch ein Shelter für die Nacht bauen. Weiß ich nicht. Die haben alle so eine ganz komische Prioritätenliste. Das spricht mir jetzt nicht so zu. Also für mein Sicherheitsempfinden muss halt ein Shelter da sein. Ist auch in der 3er Survival-Regel sehr, sehr weit oben, die Schutzfunktion. Ah, weil du hast ja nur 3 Stunden ohne Schutz und wenn es jetzt voll schütten sollte, Gewitter in der Nacht, dann fängt halt die Uhr zu ticken an. Es sind keine 3 Tage, es sind 3 Stunden. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es sind auch tropische Temperaturen, er wird jetzt nach 3 Stunden nicht sterben. Ja, so weit, so gut halt. Aber sollte trotzdem nicht vernachlässigt werden. Und es kann ja in der Zeit immer was passieren, beziehungsweise er kann ja sogar unterkühlen und muss sich dann abholen lassen. Boah, Junge. Kommt mir das nur so vor, da hat das ja auch nicht gleichmäßig gut, aufgehängt. Leg ich mal rein. Da noch ein Stock rein. Ich bin fein. Wenn's regnet, bin ich am Arsch. Erste Nacht mit Blick auf Beach. Geil. Jetzt reicht's mir gleich. Aber Schläppchen kurz aus. Die Viecher kommen auch schon. Man merkt schon Mücken und so. Also ey, vom Spektakulären ist das der Place. Das sieht aber schon sehr geil aus. Besser kann's nicht sein. Ey, besser kann's nicht sein. Jetzt brauchst gar nichts mehr machen. So, und jetzt kann man halt sagen, bauen Dach. Eine zweite Schnur drüber spannen und ein paar Palmwedeln einhängen. Die kannst du aufspalten und dann geschlichtet drüber spannen, beziehungsweise du kannst dir aus den eigenen einzelnen Palmwedeln sozusagen drüber flechten, wie wenn du einen Korb flechten tust. Also das muss man sich nur einmal ansehen und dann kann man sofort. Das ist ziemlich leicht. Die Ridgeline schön hochgezogen. Das ist der Place to be. Ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Notfall-Survivor. Backseat-Survivor. Ich bin wie 90% der Leute. Sowas wird für mich nie, das war gar keine Option. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt ihr zu Hause, ja, so würde ich es auch machen. Vielleicht sagt ihr aber auch zu Hause. Genau darum ist er mein Favorit. Jeder, der sich irgendwie mit Survival auseinandersetzt, war mal dort, wo er ist. Er hat so die Basics, er hat seinen Crashkurs sozusagen gemacht, damit er seinen ersten Ausflug machen kann. Und wir waren alle mal da. Und das zu sehen, gibt mir persönlich ein gutes Gefühl. Der hat gar keinen Plan. Ich weiß, dass ich viel Unsinn heute schon gemacht habe. Ja, aber das ist ja wurscht. Man lernt ja. Mit den Schlappen rumlaufen, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich meine, guckt euch das an. Hier rumzulaufen ist nicht einfach. Der Strand ist nach hinten geschlossen. Für mich ist kein Durchkommen. Alter, die Moskitos jagen echt. Für mich ist kein Durchkommen nach hinten möglich. Oben links, geil. Es ist kein Weiterkommen möglich. Vielleicht, wenn ich da hinten über Felsen kletter. Aber ey, boah, muss ich auch nicht haben. Muss ich auch nicht haben. Komm, Jungs. Gleich mal für ein gutes Gefühl. Komm, Coconut runter. Komm, Coconut runter. Der Stock sieht etwas kurz aus. Kommt die runter. So, ich möchte werfen. Die Handbewegung, ja, scheißegal. Sama. Und der sieht besser aus. Nee. Hä? Ist doch nicht so leicht. Staubonner. Boah.
Ja, er könnte jetzt ein bisschen Paracord nehmen, könnte sein Messer nehmen, das SBK-23 von Survival Martin, könnte es vorne anbinden und könnte dann runterhacken. Für alle, die gedacht haben, das kann man, so einfach geht das. Gar nichts. Nova hat's geschafft. Gar nichts. Später. Kostet zu viel Kraft. Aber hey, das mal zu probieren. Ist krass. Es ist nicht einfach. Naja gut, hier liegen ja auch einige, aber die sehen sehr vergoren aus. Aber da können auch einige gut dabei sein. Kein Problem. Wie die hier. Nee. Da muss man aufmachen, muss man probieren. Alle. Das gefällt mir, muss man probieren. Einfach machen. Ist voll hier. Was ich auch entdeckt habe, als ich vorhin hier das Lager aufschlagen wollte, ist dieses Zeug. Ich glaube, das ist trocken, furztrocken. Das ist fürs Feuer machen gut. Aber hey. Die Kokosnüsse, was er gefunden hat, also ist ja nicht nur die Nuss, sondern das Außengewebe, die pflanzlichen Bestandteile, also die Schutzhülle sozusagen. Das ist ein sehr guter Zünder, weil das ist schön faserig und auch sehr trocken, denn es ist ein schwimmender Körper. Das ist der Teil halt bei der Kokosnuss, der treiben tut. Und wenn er das aufmacht und die feinen Fasern rauszieht, hat er einen super Zünder für seinen Feuerstahl. So sieht man in sehr vielen Videos und nennt sich halt im englischen Raum Coconut Husk. Wissen, hier die Sachen. Die Kokosfasern. Jedes Mal hier ganz runter. Aber das aus seiner Hand sollte eigentlich auch gehen. Er kann es halt probieren. Felsen, da hinten, wieder hoch. Das kann ich mir für 7 Tage. Da wünsche ich mir was anderes noch. Wird kein Baum wachsen so schnell. Die Aussage schon wieder. Geil. Das ist ein Hai. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Das ist jetzt kein Witz, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Seht ihr den? Seht ihr die Flosse? Ach du Scheiße. Oh. Ach du Scheiße, ist das gruselig. Oh mein Gott. Da ist er eben aufgetaucht. Ich hoffe einfach, dass es... Das hier? ...einen Shot gibt. Ist wirklich ein Hai. Das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Da hier. Okay, hier ist wirklich krass. Also zu wissen, dass ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier an Land geschwommen bin. Besonders eigentlich sind Haie ja nachtaktiv. Und er schwimmt immer hin und her. Was macht er? Ich würde den Biwaksack eher am Strand aufbauen und schauen, dass er gut belüftet ist. Denn im Dschungel drinnen steht die Luft und es ist sowieso extrem heiß im Biwaksack. Und wenn zumindest bei der Gesichtsöffnung sich die Luft nicht bewegt, also da hängt nichts. Mittlerweile bin ich dabei, mein Shelter zu bauen. Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Da hinten ist alles voller Fliegen. Joris hat es nicht geschafft, ein Feuer zu entzünden. Ist jetzt auch irgendwie hart, wenn er jetzt Feuerholz sammelt. Die Featherstick-Technik, die kennt eigentlich jeder so aus dem Survival-Bushcraft-Bereich. Und wenn man einen Feuerstahl hat, dann schafft man eigentlich immer ein Feuer zu entzünden. Hier oben ist alles relativ trocken. Aber ich hätte halt gleich mit dem Shelter angefangen. Und das Feuer ist zweitrangig, denn wenn es in der Nacht sowieso regnet, also falls es regnet, ist ja das Feuer auch aus. Dann hast du wenigstens einen Unterschlupf. Und andersrum hast du keinen Unterschlupf und auch kein Feuer. Trocken, viecherfrei und auch sonst meiner Meinung nach relativ gut geeignet. Das heißt, ich gehe zurück an den Strand, weil ab jetzt wäre alles viel zu kalorienaufwendig, um ein paar Palmblätter ranzubringen. Ich habe jetzt gehofft, da wäre irgendwie was bodennahes. Aber tatsächlich scheint es mir so, als hätte ich keine Alternative, als den Stachelpalm mitzunehmen, sie zu entstacheln und das Ganze dann für den Shelterbau zu nutzen.
Ja, er muss sie aber nicht entstacheln. Er kann einfach den ganzen Zweig nehmen, den hinteren Teil, der offen ist, 10 cm abknicken im 90-Grad-Winkel und dann einhaken bei einer Ridgeline. Er hat ja Schnur mit, beziehungsweise er hat ja Schnur gefunden. Und dadurch kann er sich halt einfach ein Dach aufhängen. Er muss halt mehr verwenden, aber wie man sieht, fehlt ja nicht. Übrigens auch hier, ne? Da überall diese Stacheln. Es ist enorm wichtig zu schauen, wo man hinläuft. Wenn man eine Sekunde unachtsam ist, kann eine Scheiße passieren. Das möchte man nicht. Ja. Gut, ich komme voran. Ihr seht es hier. Ja, genau so habe ich es mir vorhin mit Ottos Fischernetz vorgestellt. Dass es aufspannt, beziehungsweise seien sie es wild zerknäult, aber er kann es ja mittig teilen und dann auffasern, nach außen drehen. Wird. Also, zwei Bambusstammen. Ich habe hier alles ziemlich, ziemlich gut befestigt. Das einzige Problem, das hier ist nicht fest. Diese Y-Verzweigung und natürlich, das hier ist ein bewegliches Element. Eigentlich wahrscheinlich ziemlich bequem, wenn das Ganze so ein bisschen federt und so ein bisschen, ne, cozy ist. Aber ist natürlich schwierig, damit zu basteln. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt eine offene Verbindung für Ameisen, Termiten, was auch immer, dass sie von der Erde in sein Bett können. Ich denke, ich bekomme es hin, dass ich da drin angenehm... Weiß ich nicht, ob ich es jetzt so gemacht hätte. ...laufen kann. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Fischernetz tatsächlich, aber ich habe unendlich viel. So viel, wie ich aktuell habe, kann ich nicht benutzen, deswegen werde ich es wahrscheinlich jetzt einfach dafür nutzen. Ja, wie ich das Dach mache, absolut gar keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Ich bin richtig überfordert, weil das Dach mindestens 4 Meter hoch sein wird oder sein muss, dass es irgendwie was taugt. Oder ich mache es halt einfach nur kurz. 4 Meter hoch? Du musst ja nur ein kleines Dach bauen. Ist über mich. Aber auch da, wie mache ich das? Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Ast, der 5 Meter lang ist. Ja, doch, von... dort quasi bis hier. Ja, darüber hinaus, ich habe jetzt einen kleinen Tisch, ich habe meine Sachen mal alle... Er muss halt Anfang vom Bett und am Ende vom Bett ein Dreibein aufstellen, ähnlich wie bei Sabrina. Eine Querlatte drüber spannen, beziehungsweise Restschnur, es liegt ja noch sehr viel herum. Und dann in der Schnur dann einfach die Zweige halt mit 90 Grad Knick einfach... Stück für Stück aufhängen und das einfach immer wieder wiederholen und die überlappen sich und die leiten dann das Wasser ab. Alle hergeholt. Wichtig halt nur, dass die Palmblätter mit der Oberseite nach oben gerichtet sind, denn die einzelnen Blätter drauf sind dann nach außen gerichtet und nicht nach innen. Dadurch fungieren sie wie kleine Regnerinnen, die das Wasser ableiten. Das Wasser aus dem Bach ist unglaublich sauber. Also wirklich, da drin ist kein einziger Partikel mehr. Ich trinke das also einfach so aus der Quelle. Gut, soweit von mir. Ich habe gegraben die ganze Zeit. Es fällt immer wieder um, weil hier einfach nur Steine sind. Überall Steine. Was willst du hier bauen? Und auch wenn du weiter reingehst, nur Steine. Jetzt überlege ich, ob ich einfach hier so quer die Dinger lege. Also viele Äste so einfach schräg hin. Dann bin ich einfach da drauf. Keine Ahnung. Die ganze Zeit die Gedanken, einfach die Hängematte nehmen. 2 Gegenstände, wäre immer noch mega nice. Aber Plan B... Es wäre für ihn auch mega nice, wenn er alle Gegenstände verwendet. Ich glaube ihm das absolut keiner böse, wenn er das machen würde. Ich probiere es jetzt noch. Die Teile nehme ich gerade mit. Schleppe ich gerade schon. Oh. 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 Da jetzt irgendwie mehrere längs an da drauf bin. Keine Ahnung. Ah. Fuck. Boah, es kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Was ist das überhaupt?
Und warum stinkt dies noch scheiße? Geil. Hey. Ja, das wird wahrscheinlich selten Bambus und da wird sehr viel verschiedenes Wasser drin eingesammelt sein. Salzwasser, Süßwasser. Und das gammelt halt. Und wenn da noch Dreck dabei ist, dann fängt das halt richtig, richtig an zu verrotten. Zugeschleppt, ich kann es euch nicht vorstellen. Der Baumstamm und der fette Baumstamm waren schon da. Dann habe ich den geholt, die hergetragen hätte. Den fetten da und den fetten da von da drüben. Ja, aber das ist jetzt Teil? Seine Hand verdeckt, nicht optimal. Bambus hat sehr oft die Nubbel, sind ja so Äste, die wegwachsen. Und die sind sehr hart zum Wegmachen, denn die ganze Holzform ändert sich daraus. Also bei uns kann man es easy wegschneiden, halt, wenn es ein normaler Baum ist. Aber bei Bambus verzieht sich da die ganze Faser mit raus und dann hast du da ein Loch halt, wenn du den weghacken möchtest. Genau wie hier, und das ist extrem unbequem zu liegen. Dann sind die auch noch unterschiedlich groß. Und das erinnert mich jetzt etwas an sein Vorbereitungsvideo von Staffel 1. Da hat er es ähnlich gemacht und das war auch ein Ding der Unmöglichkeit, dass er drauf liegt. Aber, ja, er versucht halt, beim Bundesheer hat das ja ähnlich gelernt, dass er sich so ein Jägerbett aufbaut. Aber da hast du halt kleinere Äste und ohne Nasen sozusagen. Um mich nochmal hier abzuheben, ja? Und dann habe ich die ganz langen Teile geholt und für längs gelegt, damit ich einfach jetzt so liegen kann. Also Erhöhung, Erhöhung und dann auf den Teilen drauf. Ich habe jetzt durchgerackert, weil ich weiß, es geht jede Sekunde, wird finster und da drinnen gestochen worden von Moskitos, 1000 Mal. Ich habe mir... Vor allem, er ist ja auf der Inselrückseite sozusagen, da ist ja das Festland, also das ist die Seite, die zum Land gerichtet ist und weg vom offenen Meer sozusagen. Dadurch wird er jetzt wahrscheinlich nicht sehen, was Otto sieht, der auf der anderen Seite der Insel ist, der aufs offene Meer sieht, dass vom offenen Meer anscheinend ein riesen Gewitter kommt. Ich hab so reingerackert, ich hab da drüben 3 Stunden so reingerackert. Es hat einfach nicht geklappt. Aber nicht aufgeben, Fokus behalten. Obwohl er schon richtig schlecht ist und du denkst, jetzt wird es gleich finster. Du kannst auf den Stein nicht pennen. Wenn da ein Sand wäre, mir egal, ich schlafe auf dem Sand. Geht nicht. Da ganz drüben ist Sand, aber da ist die Flut. Ja. Und deswegen hier, jetzt das gebaut. Natürlich, scheiß drauf, da sind die Mangroven. Da ist Süßwasser. Wenn da ein Krokodil kommt, frisst es mich. Komm. Okay. Und da raus, frisst es mich. Es sind da überall Tierwege. Wildschweine, was weiß ich. Aber deswegen die Erhöhungen, ihr habt versucht, so gut es geht. Morgen werde ich weiter... Nee, ich finde, das passt voll. So mit die Nasen und die Nubbel drinnen sind schwierig, halt sehr unbequem zum Schlafen. Ob man dann ganz überhaupt schlafen kann, ist halt die andere Sache. Er ist auch sehr aufgeregt, ist die erste Nacht dann draußen auf der Insel so. Wird wahrscheinlich sowieso kein langer Schlaf sein. Dann hört man sehr viel Geräusche und so. Dadurch wäre halt ein bequemeres Bett besser. Und beim Bundesheer hat er ja auch gelernt, glaube ich, die haben gesagt, für alle 20 Minuten, was man Zeit investiert beim Bettbau, schläft man, glaube ich, 1 Stunde länger oder so war das Verhältnis. Ja, oder die haben, glaube ich, sogar nur 10 Minuten oder so gesagt, pro 10 Minuten 1 Stunde länger Schlaf. Aber normalerweise für Anfänger ist das Verhältnis anders, das ist fast... Eine investierte Stunde bedeutet 1 Stunde Schlaf sozusagen. Aber ja, ich bin gespannt, wie das umsetzen wird. Ein Dach braucht er noch gegen Regen, dann ist es erst ein Shelter. Der Bon, vielleicht kommt morgen da ein Dach dazu, so schräg, keine Ahnung. Ich würde das Dach gleich machen. So, Unterkühlung ist auch auf einer Insel nicht zu unterschätzen. Und wie ich das machen soll, ich lasse vielleicht das einfallen. Ich hoffe einfach, dass es heute Nacht nicht regnet. Auf gut Glück. Und... dass kein Krokodil kommt und keine Wildsau und keine Schlange und kein Nix. Aber ich bin da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Mit dem anderen Baum waren übrigens Ameisen, auch mit dem Seil, das wäre scheiße gewesen. Die Ameisen wären über das Seil dann gekommen und wären bei mir herumgekrabbelt. Wirklich, man muss an so viele Dinge denken. Mhm. Das, ja, jetzt habe ich mal länger nicht gefilmt. Ich habe jetzt alles aufgebaut, weil ich so einen Stress habe. Aber so schaut es jetzt aus. Ich weiß, es schaut vielleicht nicht nach viel aus, aber es war so viel Arbeit. Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Das Zusammenräumen, so sammeln, kannst du nicht einfach irgendetwas nehmen. Manche sind ja komplett vernubbelt. Das dauert. Also jeder, der schon mal ein Shelter gebaut hat, das dauert.
jetzt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden nur gebaut. Hardcore. Das große Problem, weil ich werde extrem viel trinken, okay, geht. Aber ich werde extrem viel Nahrung brauchen. Ich habe jetzt schon so einen Riesenhunger. Wenn du, der Körper ist an nichts gewohnt. Nichts. Weder die Luftfeuchtigkeit, noch das ganze Zeit uneben gehen bei den Steinen. Mit meinen Schuhen. Immer durchgehend, jeder Schritt. Dann. Ja, die einfachen Sportschuhe finde ich jetzt eigentlich gar nicht einmal so schlecht von der Überlegung her. Es ist sehr heiß, es ist viel Feuchtigkeit, die immer wieder raus muss. Die Schuhe müssen schnell trocken. Da hat er sich eigentlich was Gutes überlegt, aber es ist halt nicht schonend für den Knöchel. So schwer mit der Machete, Racker, ey, es ist so krass. Aber ich will nicht jammern, ich habe auch keine Zeit zu jammern. Deswegen weiter geht's. Grünfläche drauf, vielleicht schaffe ich es irgendwie, Grünzeugs drauf, dass ich irgendwie halbwegs gut bin. Vielleicht zeigen sie es ja noch, wir sind jetzt bei der Hälfte erst. Ich bin ganz ehrlich, stabil ist das nicht, aber es steht wieder. Sieht geil aus, aber die Dachstrebe, die jetzt, die Querverlattung, die genommen wurde, was ich ja kritisiert habe in der letzten Folge, ist jetzt eine bessere. Das sieht eigentlich für ein Shelter, also was wir bis jetzt gesehen haben, bis auf die Höhle von Otto, muss ich echt zugeben, ist das jetzt der beste Shelter. So, sie macht jetzt die Überdachung rein, dann kommt etwas noch am Boden hin und sie kann schon schlafen. Mein Ziel ist es heute wirklich erstmal einfach nur ein regendichtes Dach zu bekommen. Smart, wirklich, ich bin begeistert von mir. Oder einigermaßen regendichtes Dach und erhöht zu liegen. Alles andere kommt dann morgen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und große Palmblätter suchen. Gefällt mir, da sieht man auch, dass sie wirklich aus dem Autobereich kommt. So Shelter über Feuer. Shelter ist wichtiger. Wenn es jetzt regnet, ist das Feuer weg. Wenn es jetzt regnet und sie hat dann ein Shelter, dann kann sie im Shelter ein kleines Feuer machen. Also echt smart. Gefällt mir sehr. Ich habe hier gerade was gefunden. Ich habe zwar ein Messer, aber wenn ich jetzt kein Messer hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier raus ziemlich gut ein Schneidwerkzeug machen könnte. Ist das ein Stein? Weil der ist echt ganz schön scharfkantig. Den würde ich mit nach Hause nehmen. Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber... Och nö. Ja, das ist das Problem mit offenen Haaren. Darum finde ich es ja von Nova sehr smart, dass sie so die Boxer-Threads oder wie die heißen, zurückmachen hat lassen. Sabrina, ihre Haare werden sehr, sehr stark verfilzen. Also wenn sie zurückkommt, dann kann sie gleich einmal 4 Stunden oder so beim Friseur buchen, wo die ganze Zeit Conditioner durchrinnt durch die Haare und die Haare gebürstet werden. Oh. Ich hing gerade mit meinen Haaren in diesem Stachelbusch. Der hat von unten, der hat überall Stacheln. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Blätter abzumachen. Ich merke gerade, dass die nächsten 7 Tage hart werden. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Das Ding hat einfach überhaupt nicht gehalten, das, was ich vorher gebaut hatte. Das war so instabil. Gut, so geht auch. Das ist jetzt. Das andere hat mir aber mehr gefallen. Aber wenn es instabil ist, sie weiß, was sie damit meint, von daher. Auch nicht optimal, aber nehmen wir schon hin. Mal ein bisschen fester. Und ich muss jetzt irgendwie was hinbekommen, dass ich heute Nacht, sollte es regnen, einigermaßen trocken bleibe. Ich werde das natürlich alles hier noch irgendwie versuchen festzubinden. Da muss ich hier. Ich hätte das Dreibein nicht unten reingesteckt, sondern oben drauf gelegt. Naja, das hier wird mich definitiv nicht vor Regen schützen. Trotzdem habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt erstmal um eine Feuerstelle kümmere. Dass ich irgendwie ein Feuer hinkriege. Und sollte es heute Nacht in Strömen irgendwie anfangen zu gießen, dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie, irgendwo in Sicherheit komme. Mich
Och nö, sie wirft die Planung um. Jetzt ist Shelter Priorität 2 und dann ein Feuer. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte mir jetzt die Zeit genommen. Sie hat das Wasser ja schon getrunken. Es ist bis jetzt nichts passiert. Es ist ja auch ein Bach so. Ist ja, geht noch irgendwie klar, wäre etwas gewesen, dann hätte sie es innerhalb von kürzester Zeit gehabt. Finde ich schwierig. Ich hätte mir jetzt die Zeit genommen und hätte das Dach gebaut. Ich hätte Schutzschelter gebraucht. Also ich möchte nach hinten geschützt sein. Links und rechts. Ich möchte eine Öffnung haben. Ich muss mich da wohlfühlen in der Nacht. Es ist auch der Dschungel. Es sind viele Geräusche um dich herum. Hätte ich jetzt anders gemacht. Ich hätte jetzt tatsächlich aufs Feuer verzichtet, beziehungsweise hätte direkt mit dem Shelter angefangen an der erstbesten Stelle. Und dann vielleicht ein Feuer für auf Nacht noch gemacht. Aber so irgendwo weiß ich nicht, wieso die Prioritäten jetzt durcheinander gewürfelt werden. Unterstellen kann und dann da ausharren kann. Weil dann brennt es natürlich gleich. Okay, ich glaube, die Sonne geht bald unter. Ich kenne das. Wenn die Sonne so steht hier, dann geht das ruckzuck. Dann ist Ich sag's doch, der Typ, der hat was drauf. Ruckzuck weg. So, ich hab mir auf dem Weg eine Kokosnuss mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, das ist die perfekte Vorrichtung, um Kokosnuss zu öffnen. Das ist mein Kokosnussöffner. Also so wie es aussieht, glaube ich, das wird meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Im Wohnzimmer war er sehr viel unterwegs. Was? Und ich habe auch schon noch eine Idee, wo mein Badezimmer wird. Er hat aber wirklich einen sehr guten Strand, muss ich echt zugestehen. The biggest mansion! Das größte Haus am Beach. Ich benutze einfach den ganzen Strand, ich brauche kein Haus. Ich benutze den ganzen Strand. Ich habe verschiedene Bereiche. Ich gehe nachher duschen da. Ich gehe nachher da duschen. Und dann bin ich sauber und gehe ins Bett. Jetzt nochmal die Kokosnuss auf. Wer glaubt, dass es klappt? Mir. Ja, wen frage ich eigentlich? Ich kriege keine Antwort. Ja, aber ich glaube, man merkt auch eins, sagt ehrlich, wie ich durch den Wind bin. Ne? Für alle, die gedacht haben, ja klar, der macht jetzt hier den Clown oder was. Wie soll das gehen? Er ist einfach, er hat einen Brüller nach dem anderen raus und jetzt will er sagen, dass er nicht absichtlich der Clown ist. Also von Natur aus lustig dann. Ich bin ernst dabei. Ruhe. Schon wieder. Geil. Och nö, nicht auf dem Stein. Oh, ich dachte, er will die Kokosnuss einfach aufhauen auf den Stein, aber nicht mit der Klinge Richtung Stein, das geht ja mal. Oh. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Haben wir anders geübt. Das gibt's doch nicht. Es ist nicht so, in welche Richtung wie wir es uns geübt haben, aber wir hatten halt auch nicht diese Art von Kokosnuss, ne? Die Zune. Da hat es man gerade vorher gehabt. Klick, das macht mich so Messer abfällig. Gegen den Stein. Fuck. Scheiße. Das habe ich jetzt zurecht gesucht. Wenn meine Berechnungen richtig sind. Oh, das gefällt mir. Hier hat er die Zweige zum Aufbauen. Also die haben den Zentimeter, 1,5 Zentimeter circa. Die Kokosrinde vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da fehlt jetzt noch die kleinste Stelle noch. Hinterhalb hat er das große Holz. Eine kleine Stelle noch, wo er die Funken reinhauen kann, dass er hier reinbaut, dann hier und dann nach hinten. Das fühlt sich wie hochbrennbar an. Ich weiß nicht warum. Von dieser Palme. Ja, vielleicht geht's. Er muss halt vielleicht ein bisschen zerreiben. Stücke. Und da hat er gut gelernt. Ich hoffe, er wirft da jetzt nicht eine alte Kokosnuss rein. Aber ja. Treibholz, Bambus, eine alte Kokosnuss. Ich würde erstmal die kleinen Teile reinlegen. Alte Kokosnuss. Komm, wir probieren das jetzt. Keine Kokosnuss aufgekriegt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens Feuer zu machen. Weil ansonsten weiß ich auch nicht,
bin gespannt. Gefällt mir. Boah, es wäre krass. Es wäre wichtig. Es wäre so wichtig für mich. Technik ist gar nicht so schlecht, die er macht. Riecht nach Feuer, aber brennt es, nicht. Es hat sogar nachgeklemmt. Aber noch. Kleine Glutkrümel, das könnte gut gehen. Es muss kleiner sein. Ja. Boah, ein Erfolgserlebnis bitte heute. Bitte ein Erfolgserlebnis. Er hat ja schon das größte Erfolgserlebnis von allen. Er ist nicht ertrunken. Okay, das brennt. Geil. Oh, es hat gebrannt. Komm. Ja, komm. Ja. Komm. Aufdrücken. Komm, Junge. Komm. Oh mein Gott, wie geil ist er bitte. Komm. Baby. Ich bin begeistert. Was habe ich gesagt? Er ist wirklich, er hat's drauf. Auch wenn er jetzt einen Feuerstahl hat, ja, aber die meisten, die das sehen, können ja nicht einmal mit einem Feuerstahl umgehen. Die glauben, das heißt Feuerstein. Mehr. Schön, die Musik noch dazu. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Ich hab Feuer ge... Scheiße. Ich hab Feuer gemacht! Das muss ich noch mal sehen. Der Gesichtsausdruck dazu. Das hier ist das gute Zeug! Ich hab Feuer gemacht! Ich hab Feuer gemacht! Es brennt! Wirklich gut. Ich hab's geschafft. Am Leben halten. Ja, jetzt muss er vorsichtig nachlegen. Okay. Beziehungsweise schnell die Zigarette anzünden. Ich hab einfach Feuer gemacht. Wer weiß, wie lange es brennt, aber es brennt. Nachlegen und pusten. Es brennt. Ich hab einfach Feuer gemacht. Sieht aber wirklich gut aus. Muss man. Okay, das kann ich. Muss man echt anerkennen. Wirklich. Eine Leistung. Sehr gut gemacht. Das ist wichtig. Weil ich denke, ich habe schon solche Gedanken, dass ich keine Kokosnuss aufkriege. Aber ich kann Feuer machen. Das reicht für heute. Das reicht mir. Das ist krass. Ich habe einfach Feuer. Das ist so sick. Ist das Wasser kalt? Oh, da kriegt man gleich Lust auf kalt duschen. Einiges geschafft, aber Feuer ist wieder ausgegangen. Aber wenn man es einmal schafft, schafft man es ein zweites Mal auch, also go for it. Aber es glüht noch, es dürfte reichen. Combat Überlebenssit. Für eine meiner Zigaretten, denkt immer dran, das soll keine Werbung sein, ehrlich, für Zigaretten. Ich bin da selbst auch nicht stolz drauf und wirklich, vielleicht macht diese Reise was mit mir. Aber ich habe echt an so einem Tag wie heute noch nie so wenig an Zigaretten gedacht. Ja, weil immer beschäftigt ist. Und deswegen nehme ich mir heute eine raus. Boah, bitte nicht runterfallen. Oh, das Feuer glüht wenigstens noch. Ist wasserdicht. Oh ja. Wie kann man sich so freuen, ne? Keine Scheiße. Gefällt mir. Deutlich tödlicher als eine tropische Insel. Aus der Zivilisation. Du bist unser Held. Geh nie weg von der Insel. Ne, ich muss den Filter abbrechen.
Furchtbar. Behalte dich als Zunder. Er braucht kein das Geld und keine 20 Sender. Der Palmenstamm. Jetzt einfach mal eine Runde chillen. Nur eine einzige Runde chillen. Es ist unfassbar. Er macht sein eigenes Brot. Nee, wirklich sehr schön. Ich hab's immer noch nicht realisiert, ja. Also ich gönn's ihm wirklich. Also vom Rauchen halte ich nichts. Ich war auch sehr schockiert, sagen wir mal schockiert dazu, als ich dann gehört habe, dass sein siebter Gegenstand wirklich Zigaretten sind. Da hätte so viel anderes gegeben, was wahrscheinlich brauchbarer gewesen wäre für ihn, aber ja, sei ihm vergönnt. Was ich hier mache, wenn die Sonne untergeht, gehe ich direkt ins Nest. Weil jetzt wird... Aber da ziehen wirklich Wolken auf, also vor allem hier hinten. Es ist dunkel da hinten. Oh Mann, ich habe so einen steinigen Strand. Kein Baum am Sand oder sowas. Es ist so, es ist ein Wunder, dass wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Meine Schuhe habe ich oben ins Lager gemacht. Die ist nass. Keine Scheiße. Ein Traum. Gerade trocken gewesen, meine lange Unterhose. Wir genießen. Zusammen. Noch einmal. Gefällt mir. Diese View. Oh, Vögel kommen auch vorbei. Okay, ich gönn's ihm wirklich. Also wirklich, wow. Seven on the Wild. Und das ist auch der Moment. Ich habe mit Sascha ausgemacht. Wir stehen uns so gut. Es war unglaublich Zeit auch zu gewinnen. Sascha ausgemacht, wenn die Sonne untergeht, denken wir an uns. Voll durch. Kommt nicht zurück. Aber ich weiß, wenn er mich nicht vergisst, macht das auch. Ich melde mich nochmal. Das ist aber schön zu wenn sehen. In der Nacht was passiert. Euer Knossi. Dann hoffen wir, dass wir das Ding da immer hingebucht kriegen. Boah, du Scheiße. Okay, anscheinend hat das Teil mehr als nur 60 Kilo. Vor allem, wenn sich Otto damit abplagt, dann wird das Teil wahrscheinlich bei den 100 Kilo wahrscheinlich haben. Das ist gut für mich. Alter Schwein. So, das Ding ist groß genug für mich. Das dumm schwere Teil. Jetzt sind wir bei uns. Jetzt kommt Anpassungsarbeiten. Die Sonne brennt immer noch. Lifehack des Tages. Nicht jeder Bambus hält so eine dicke Holzplatte. Einen haben wir schon durch. Hätte ich mir fast gedacht. Muss ich noch einen suchen. Lübt. Ah, ich krieg das denn. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier gegen das Holzbrett, weil das natürlich null federt. Und ich habe einfach ohne einen Bambus gefunden. Jetzt suche ich die passenden Stücke dazu. Jetzt wird ein bisschen bearbeitet werden. Und dann sollte das gut klappen. Weil vor allem hier sowas, was wir hier drin haben, will ich noch nicht im Rücken haben. Nee, die Nasen gehören raus.
So, hier seht ihr die Bambusplane, weil das natürlich einfach schön federt oder ein bisschen federt, das so hinzubringen, dass sie breit genug sind. Mal schauen, mit was vielleicht noch Polstern zurecht machen oder so, dass es zumindest mal für die erste Nacht gut reicht. Und boah, ein bisschen Zeit habe ich auch noch, das ready zu machen. Aber ich muss erst mal wieder ein bisschen Wasser trinken. Und für all die, die sagen, ja, was ist mit Wasser, warum trinkst du einfach so? Ja, Wasser Hauptaugenmerk oder einfach das Wichtigste. Aber ehrlich, bei dem, was ich trinke und was ich hier schwitze, ich könnte das gar nicht abkochen. Ich bin den ganzen Tag nur im Wasser kochen. Also scheiß drauf, ich habe angefangen zu trinken, in kleinen Stücken, in größeren, und ich merke genau gar nichts. Ich muss ganz normal auf Toilette gehen, nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen. Okay, das finde ich gut. Ich finde es aber auch lobenswert, dass er sich da Gedanken macht. Ja. Ich gehe davon aus, dass ich will jetzt nicht nur auf Sascha rumhaken, dass er einfach aus dieser Pfütze rausgetrunken passt. Hat. Vielleicht passt es auch nur bis morgen, ich weiß es nicht, aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken, an Wasser, da würde ich den ganzen Tag jetzt, müsste Prio 1 sein, Feuer machen, irgendwas finden, um zu kochen, indem ich dann 10 Liter koche, um mir 10 Liter Wasser reinzudampfen, anstatt einfach dahin gelaufen, durchladen. Also, so. Schien mir persönlich jetzt logische Alternative, kann natürlich auch anders sein. Er kann sich ja für den nächsten Tag jetzt wahrscheinlich 10 Plastikflaschen zurechtlegen, durchsichtige, die in die Sonne legen, falls es nicht regnet, die dann den ganzen Tag in der Sonne lassen und dann rationsweise halt draus trinken. Da kann er auch seine 10 Liter abfüllen im Vorhinein. Plastikflaschen haben wir genug gesehen. Mich deswegen rauskickt. Leider. Aber ich denke, das wird sich. So, ich mache weiter. So, kleines Update. Ich habe mich wieder angezogen. Die Klamotten haben jetzt gute Stunde, anderthalb Stunden getrocknet, schätze ich mal. Und ja, es ist schon sehr, sehr viel trocken. Bisschen was noch feucht, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Sonne zu nutzen, weil vorne ist sie jetzt fast weg. In der Zeit habe ich ein bisschen die Schnur entwirrt und hier auch schon ja, zusammengeknüpft. Hier habe ich ein bisschen was, hier habe ich so Gurtband. Ja, das kann ich schon mal benutzen. Hier sind noch restliche Knäuel. Dauert recht lange, aber das ist halt richtig geiles Zeug. Das ist alles unter Wasser normalerweise. Okay. Puh! Jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Aber ich wäre so gern an irgendwelchen schönen Kokosnusspalmen gewesen. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ich gehe da oben mal kurz rein. Das sieht nach einer Lichtung aus. Nur bei Krebs, die sich bewegen, deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Wenn man das sauber kriegt, wäre es ein heftiger Auffangbehälter für Regen. Hier ist eine Kokosnuss. Ist das hier eine Ingwerknolle oder was? Schaut mal hier. Eine betonierte Platte. Das ist Beton. Hier ist ein Stück Betonweg. Aha. Das könnte noch von damals sein, als die militärisch genutzt worden ist. Okay. Auf der Insel wurden in den 1940er Jahren Chemiewaffentests durchgeführt. Das Militär hat dafür vereinzelte Zufahrtswege durch den Dschungel angelegt. Alle Kandidaten wurden im Vorfeld über die mögliche Gefahr von Blindgängern informiert. Okay. Also ich würde jetzt die betonierte Fläche, weil Fritze absolut gar nichts hat, als Schlafplatz nutzen. Vor allem die überstehende Kante, da kann er sich ganz schön vorne was drauf hinbauen. Okay. Genau die Fläche. Hier ist richtig Beton. Das ist eine richtige Freifläche. Oh, hier ein Haufen Fässer. Alles mit durchgerosteten Fässern. Das und ich hätte mich jetzt schon entfernt. Das ist doch safe noch aus dieser Chemiewaffenzeit. Hier Beton, Metallrohr. Ist noch alles irgendwelche Die Knosse mit dem Todesapfel. Innerhalb von 50 Meter stirbt jeder. Man muss einfach egal, weg. Egal, Müllgiftfässer hier. Scheiße.
die letzten Minuten Netz entwirrt. Es sind viele kleine Fetzen, die man vielleicht für einen Reusenbau, Kescher oder sowas verwenden kann hier. Aber mein Plan tatsächlich war es, sich eine Hängematte damit zu bauen. Und zwar mit diesem grünen, mit dieser grünen Schnur, die ist sehr, sehr belastbar. Und mit dem Netz. Und ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist wirklich sehr, sehr löchrig. Sieht halt aus wie so Baumwollfaden. Also ähnlich wie die gewachste Baumwollschnur, die ich gern zum Lager aufbauen verwende. Und dadurch verrottet das Seil dann eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, für die Umwelt ist das besser als dieser Nylon-Blödsinn. Aber der Bereich, finde ich, sieht ganz gut aus. Wenn ich das nochmal checke, die Löcher vielleicht dann ein bisschen zumache mit diesen Fetzen, dann könnte ich doch ein recht großes Netz haben, woraus ich mir eine Hängematte bauen kann. Und das Geile wäre, wenn ich mir daraus eine Hängematte baue, dann kann ich die irgendwo im Lager aufbauen. Aber wenn ich merke, ey, ist vielleicht scheiße, fühle ich mich nicht wohl, zu viel Moskitos, ich will woanders hin, dann baue ich die ab und kann nächsten Tag woanders pennen. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt hier noch großen Shader zu bauen. Dann baue ich mir doch lieber ein kleines Trabberbett unten irgendwie direkt an den Felsen und lass mich von der Flut überraschen. Ja, moin. Vor allem, wenn es in der Nacht stürmt. Mann, da ist man ja komplett aufgeworfen. Boah, die Folge war auch sehr stark nervenzerreißend jetzt. Knossi war wieder eine 10 von 10. Also wirklich, der Typ ist echt ein Chaot, aber es gefällt mir. Ich finde es auch gut, dass ihm auch nichts Schlimmes passiert ist in der vorigen Folge und dass er jetzt weiter dabei ist. Bin auch gespannt, wie die Nacht wird. Also hier sieht man halt, dass Sonne und hier bauen die Wolken schon extrem stark auf. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich regnen. Oh, hier hinten kommt dann noch was. Also ich bin da immer vorsichtig wegen dem Trailer. Ich möchte mich nicht spoilern. Dann haben wir jetzt einen Überblick. Achso, wegen dem Biwaksack hat Nova 90%. Die harte Liegefläche dämpft sie etwas ab wegen dem Styropor, was sie ja gesammelt hat, was ja ziemlich gut ist. Otto hat ein Dach, harte Liegefläche dämpft er halt durch den Bambus etwas ab. Ich glaube trotzdem, dass er wahrscheinlich Rückenschmerzen bekommen wird. Joris hat kein Dach. Aber die Netzliegefläche hat man aber nicht gesehen, ob die ihn hält. Okay. Das mit dem Dach empfinde ich irgendwie als Problem. Wenn es regnet, dann... Du bist im Dschungel in der Nacht und dann fängst du zum Stürmen an. Was willst du denn da machen mit so einer kleinen Petzl-Stirntaschenlampe? Also du bist schon etwas aufgeworfen. Knosse dieselbe Situation, aber hat halt die Hängematte. Müsste sowas wie eine zweite Ridgeline drüber spannen und dann könnte er sich ein Dach links rechts bauen, was halt am Moskitonetz dann aufliegt. Sascha. Ja. Hat halt auch eine Bambusliegefläche, aber kein Dach, finde ich jetzt auch irgendwie schwierig. Und Sabrina hat sich dann für ein Lagerfeuer entschieden, anstatt für ein Dach. Und Fritz hat halt gar nichts. Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt der finale Status ist für die Nacht, wie sie in die Nacht reinstarten, oder ob wir dann in der vierten Folge dann sehen, dass sie dann doch noch etwas vor der Nacht erweitert haben, beziehungsweise Fritz irgendetwas hat, denn der hat ja gar nichts. Und so ein Prepper-Bett, also so Jägerfeldbett, so wie es wir halt nennen, dauert auch zum Aufbauen. Aber ja. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde mich über ein Abo freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns. Mittwoch kommt die nächste Folge. Dann bis Donnerstag. Ciao.